Hallo und herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schlacht um Bikini Bottom Rehydrated. In der letzten Folge haben wir uns hier durch das erste Gebiet des Schiffsfriedhofs durchgekämpft und ja, sind auf unserer Mission weiter unterwegs, das Schiff des fliegenden Holländers zurückzuerobern. Irgendwie. Aber wir kriegen das schon irgendwie gebacken. So, hier hätte ich jetzt so... Ja gut, jetzt könnte ich hier das Handy nehmen und jetzt zurück ins andere Gebiet gehen, ja. Oh nein. Oh ja, die Wandsprünge hier sind auch geil. Die sind richtig schmexi. Richtig schmexi sind die. So, dann einmal darüber... Und hier hin. Genau. Oh. Komme ich da jetzt hin, ohne drauf zu gehen? Ja, ich glaube schon. So, weiter im Text. Einmal das Kind wegkicken. Ah, der ist so klein wie so ein Kind. Das ist wahrscheinlich wirklich so, als würde man irgendwie so ein kleines Kind treten, so wie die Fliegen auch. Moment mal. Ach so, boah, geht auf Zeit. Sportlich. Aber hier gehen die Wandsprünge sowieso wesentlich schneller. Also eigentlich müsste es machbar sein. Muss auch nur A spam, also kommt auch gar nicht mehr aufs Timing an. Oh ja, diese seitlichen Wandsprünge, die sind schon echt pervers, also boah. Ja, das war jetzt noch verhältnismäßig einfach. Aber... So. So, bei dem kann man nämlich hier schon drauf gehen. Aber man muss auch hier nur A spammen. Ist eigentlich auch voll einfach. Wow. So. Und jetzt? Kann ich dahin? Aktiviert das Ding. Wow. Und aktiviert das Ding. Ich gehe über die Planke. Alter Junge, was ist das hier? Sieht ja crazy aus. Alter, das ist das Tor zur Unterwelt aus Herkules. Wo Hades drin abgesoffen ist. So. Oh Gott. Okay, die bewegen sich auch noch. Okay, er muss ein bisschen verzögern. Oh Gott. War geschafft. Das war schon ein bisschen knapp. Und das hier ist auch echt übel. Fickt euch. Ich habe deine Kinder umgebracht. Jetzt bist du dran. So. Das ging ja alles viel leichter, als ich gedacht habe. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war damals schwieriger. Und ich glaube, wir sind auch schon so gut wie da. Drücke RB, um zum Schiff des Holländers zu reisen. Ja.
Das war ja einfach. Ahoi, SpongeBob. Schrub das achte Deck. Warum sollen die sich alle den Arsch abwischen? Ach, den Scherz habe ich schon mit Thaddeus gemacht, Mr. Krabs. Tja, der ist ja gut, hm? Aber klar. Dann ist deine Aufgabe jetzt folgende. Zerstöre alle Stromgeneratoren auf dem Roboterschiff. Sobald der Strom abgeschaltet ist, kannst du die Kanonen des Holländers abfeuern, um das Roboterschiff zu zerstören. Kanonen klar, Mr. Krabs. Jo. Los geht's. So. Kann ich die nicht jetzt schon ausrichten? Ja. Okay. Muss ich da wenigstens nicht... Obwohl, weiß ich nicht, wo sind die anderen? Ah, schade. So, dann machen wir den platt. So. Okay, hier muss man aufpassen, die Dinger stürzen hier ab. Was ist das hier? Müsst ihr nicht irgendwo eine Maschine sein? Da oben. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also wenn ich das mache, dann bin ich gut. So, theoretisch, jetzt geht das ja. Jetzt kann ich auch noch versuchen, den anderen Stromgenerator zu machen. So. Warum triffst du mich, aber ich dich nicht? Das ist frech. Das ist gemein. Also wenn man sich jemals nutzlos vorkommt, denkt dran, Leute, dieses Schiff hat einen Anker. So. Jetzt kann man ja wohl noch irgendwie bowlen. Und jetzt? Und jetzt? Okay. Und jetzt? Was ist denn fürs Handy gedacht oder wie oder was? Oder was soll ich hier? Okay. Okay. Irgendwie hat das jetzt so gar nichts gebracht. Boah, stürzt auch noch bloß ab hier. Ja, geil, wa? Aber was soll das denn jetzt bringen? Ach so, oder muss ich mit SpongeBob? Ach so, oder ich muss einmal ganz schnell durchwechseln. So, ich musste ja jetzt auf den linken gehen. Oh, wow. Das bringt es natürlich auch voll, erstmal zu wechseln, während da noch gar nichts dran gemacht worden ist. Ah. Easy. Tat war ja verhältnismäßig einfach. Wow.
Ja, das Blöde ist, jetzt kann ich hier nicht mit Sandy lang. Also, das hier kann ich schon machen mit ihr. So, das könnte ich im Spawn-Spot machen. Aua. Ich ratsch mir hier mal oder ich schlitz mir besser gesagt mal die Hand an dem Schreibtisch auf bei mir hier. So, was hat das hier jetzt hier gebracht, Kollegen? Irgendwie nichts. Irgendwie hat mir das jetzt gar nichts gebracht. Tja, dann gehen wir wieder zurück. Das ist ja ein Trampolin. Cool. So, jetzt könnte man sich ganz theoretisch die Socke holen. Ah, ach so. Dann können wir ab hier im Prinzip auch schon Schluss machen. Im Sinne von. So, einmal kurz gecheatet hier. Socke. Du bist mein. Da. So, Socke eingesammelt hier auf dem Schiff. Komme ich da echt nicht ran? Als ob. Als ob? Naja. So, einmal wieder rüber. Also bin ich gerade blöd? Ach so, oh nee, muss ich jetzt mal wieder den Scheiß machen? Oh. Muss ich jetzt schon wieder den Scheiß machen mit dem Bowling hier? So. Gut. Die Dinger sammeln wir noch ein. Und, hä, wo kann man denn damit hin? Es interessiert mich das schon. Okay, schnell, schnell, schnell. Die Dinger sinken nämlich auf jeden Fall ab, sobald man drauf kommt und. Sonst ist hier nichts mehr, wa? Dann nein. Oh, ich dachte schon, bug jetzt bitte hier nicht rum. Dann aktivieren wir die Kanonen und ja, sind hier im Prinzip fertig. Und Feuer.
ihr Schiff zurück und die Roboter besiegt. Das hast du geschafft, aber wenn ich ihn jetzt so betrachte, halte ich diesen goldenen Pfannenwender lieber. Er funkelt und glänzt so schön. Er erinnert mich an meinen ersten vergrabenen Schatz. Aber unsere Abmachung... Triff niemals eine Abmachung mit einem Geist. Abmachungen bedeuten mir gar nichts. Abgesehen von der Abmachung bezüglich des Butterfasses damals im Jahre 1873. Was für ein Gewinn, das sage ich dir. Es geht doch nichts über cremige, handgerührte Butter. Also jetzt mach aber mal halblang, Butterjunge. Wir erledigen die ganze Arbeit, während du rumhängst wie ein Faultier. Faultier? Das ist eine Kampfansage. Wenn du das goldene Ding unbedingt haben willst, komm und hol es dir. Wie du willst. Ja, das heißt, wir müssen wohl gegen den fliegenden Holländer kämpfen. Schwing das Lasso. Alter, was muss der Typ eigentlich für massiv... Wie massiv muss der Typ spielen, wenn er diese Attacke macht? Okay, das war verkackt. Man hat auch nur zwei Unterhosen, die man einsammeln kann. Okay. Ja, was ist das denn für eine Scheiße? Boah. Ja, was stelle ich mich denn hier gerade so ultra doof an? Gibt's doch nicht. Normalerweise muss man doch einfach nur hinter seinen Schwanz, wollte ich schon sagen. Ja. Und, ne, bedränge weiter den Geister. Ich gehe an deinen Schwanz. So, dein Geisterzipfelchen. Komisch. Aber ich weiß auch nicht, warum ich mich so doof anstelle. Normalerweise fiel mir das auch viel leichter. So, jetzt aber. Oder? Nö. Ja, dein Zipfel ist für mich nicht sicher, Junge. Komm schon. Komm on. Mir fällt gerade ein, hier ist das Schiff des... Hier ist das Roboterschiff, das da in Trümmern liegt. Ist cool. Das ist das Schiff der Fliegenden Holländer. Und da sind Augenlaser, voll Laser wieder abgeht. Entschuldigung. Jawohl, ja. So. Ja, und ab dafür. Moment, ich muss mal kurz gucken, ob wir alle goldenen Pfannenwände haben. Also ich bin im Menü und ja, eine Socke sogar nur noch. Aber wir haben das Level durch. Tatsache. Zum Friedhofssee. Ach ja, das war die Socke ganz am Anfang. Ah, ja, stimmt. Schwirre ab, du lästiges Ding.
Können wir nicht das noch machen? Ja, jetzt haben wir auch noch mal eben so alle Socken eingesammelt. Cool. Ja. Kommen wir denn jetzt zu dem Video? Wie kommen wir denn jetzt zu dem Video? Hä? Ja, okay, das habe ich jetzt nicht ganz kapiert. Okay. Und ja. Ciao. So. Ja, das war das letzte Level in diesem Spiel, bevor es zum Abfall immer geht. Und ja, ich würde sagen, das bewahren wir uns jetzt für das nächste Mal auf. Also nächstes Video wird wahrscheinlich dann noch das letzte sein. Ich denke mal, wir kriegen das in einem Zug so durch. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.